hat und von Wheel of MMA gekämpft und sich gezeigt. Und ja, hier Markus, im Endspurt des Jahres, da treffen sie jetzt aufeinander. Markus Bock ist ein technisch sehr vielseitiger Kämpfer. So habe ich ihn zumindest noch in Erinnerung. Ja, ein bisschen gelacht vorher, hat er gesagt, ja, ich hab so Wing Chun gemacht. Ein ganz, ganz vorsichtiges Abtasten. War ja mehr. Weil ja, mal der Ansatz gerade eines Drehkicks, als er dann richtig durchgezogen hat, Sayed Sharifi. Sayed wird ein bisschen verkrampft. Markus, der definitiv relaxtere Kämpfer der beiden. Ja, Sayed wechselt so ein bisschen die Auslage. Naja. Hat noch mehr den Charakter des Schattenboxens, als dass es hier wirklich zur Sache geht. Jetzt schreibt man mit dem Treffer. Ja, diese Wushu-Kämpfer sind dafür bekannt, dass sie voll mit vollem Einsatz ins Striking reingehen. Also wenn die schlagen und treten, dann wollen sie auch den Kampf beenden. Also zumindest von was ich bisher so gesehen habe von den Wettkämpfern. Markus Bock lässt sich hiervon aber nicht irgendwie gesonderlich beeinflussen. Sehr verspielt hier. Versucht seinen Gegner an Cage zu stellen. Ja, das sieht man auch. Sayed ist sehr verkrampft hier, wenn er nach vorne geht. Aber wenn er dann schlägt, ist Härte dahinter. Ja, da ist Härte dahinter. Ja, ja, das meine ich ja. Markus lässt sich davon nicht beeindrucken. Ja. Geht selber. Hat jetzt getroffen. Jetzt zwei Hände gleich kassiert, jeweils rechts und links nacheinander. Hat es halt getroffen. Der nimmt die Hände und geht nach vorne hier. Der will, der sucht jetzt den Clinch hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist er der trickreichere hier? Sharifi macht den Kampf bisher, finde ich. Also im Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang, ja. Oh, schön. Takedown, will jetzt aber wieder nach oben kommen. Sharifi scheint ja etwas der Grobere zu sein. Oh, die Linke hier. Ich weiß nicht, ob sie richtig aufgeklatscht hat im Gesicht, aber ja, man sieht bei Markus ein bisschen das Auge schon leicht getroffen. Sharifi ist sehr grob hier. Schön, recht hier von Markus. Ja, aber Markus nimmt die Deckung jetzt auch enger ran ans Gesicht. Hat er zwei, drei Treffer nämlich bekommen. Ja. Markus geht trotzdem die ganze Zeit nach vorne. Oh, schöner Inside-Low-Kick. Der hat auch gefetzt. Der wartet auf seine Chance, Markus Bock. Der wird hier zwar getroffen, aber bleibt immer noch cool. Sharifi sieht hier sehr verkrampft aus, macht seine Treffer. Bock kriegt Treffer, aber geht immer noch weiter nach vorne. Der hat die ganze Zeit den Gameplan wohl, hier ihn zu stellen am Käfig. Bin gespannt, auf was Markus hier hinarbeitet. Interessanter Kampf. Jetzt haben beide mit. Sharifi hat immer mehr eine Hand mehr drin. Die rechte hat Markus Bock durchgeschüttelt und nochmal, aber die rechte hinterher. Hat's richtig gescheppert. Markus hat eine rechte schön ausgeteilt und Sharifi hat direkt mit einer linken hart gekontert. Das meine ich da, diese. Das ist grobschlächtige hier. Ist keine sehr feine Technik, aber er hat Erfolg damit. Was mir auch nicht so gefällt, ist, dass Sharifi die Finger sehr weit nach vorne. Oh, schöner Takedown hier. Was er eigentlich nicht darf. Finger nach vorne ist verboten. Ja, solange, also er kann die Finger schon nach vorne nehmen, aber die Gefahr, dass halt eben dadurch ein Eye-Poke zustande kommt, also dass er eben den Finger in die Augen reinsteckt, ist halt eben höher. Sharifi hat immer wunderschön von Markus hier die Kicks abgekontert und hat ihn direkt runtergebracht, aber er sucht gar nicht den Bodenkampf. Er lässt ihn immer sofort wieder aufstellen, total gekonnt, so fast wie so ein Muay Thai-Kämpfer, wirft ihn kurz, okay, ist mir egal, ich lass uns wieder hochgehen. Also Sharifi macht nicht den Eindruck, als wenn er auf den Boden runter will. Nee. Das ist der will die Sache eher im Stand hier voranbringen. Bock hat auch eine sehr interessante Deckung hier. Nimmt den linken Ellbogen nach oben. Hat auch eine spielerische Linke hier. Ah! Schön. Hat er abgewartet, die Drehung von Sharifi und damit der Rechten getroffen. Ich warte immer noch darauf, dass Bock jetzt hier raus explodiert mit einer Kombination, die er die ganze Zeit vorbereitet. Sharifi hat auch das Kinn etwas weit oben. Da muss er aufpassen, dass er nicht abgekontert wird mit einer harten Hand. Oh, schöner Takedown-Ansatz von Bock.
Jetzt will er wahrscheinlich noch zu Ende der Runde kurz austesten, ob er den Sharifi denn zu Boden kriegen kann. Weil im Stand hat er jetzt die erste Runde in meinen Augen verloren. Und Sharifi bleibt hier oben im Stand. Jetzt kann er werfen. Jetzt muss er ihn werfen sogar. Er zieht ihn mehr runter, das ist ein Gezerre. Ja. Das macht er klug. Nochmal hier zu Ende der Runde nochmal ausgetestet, wo es lang gehen könnte. Aber in meinen Augen, Sharifi hat die erste Runde gewonnen. Er hat die härteren Treffer gesetzt. Härtere Treffer gesetzt. Weil eigentlich jeder Schlag bei ihm hart ist, wenn er ihn denn macht. So, die Sachen sind noch alle so in die Luft oder auf die Deckung gegangen. Und wir werden gleich sehen, da war es auch ein paar Mal, hat es dann beide ganz schön durchgerüttelt. Ja, das war schon schön anzusehen. Bock hatte eigentlich fast immer die Deckung auch oben. Da ging die rechte rein und rein, da ist gleich die linke. Boom! Ja. Da war die linke auch noch beide gekriegt. Zayat zu Boden zu bringen. Mal schauen, ob er das jetzt weiter durchsetzen möchte. Schon wieder der Takedown. Schön gemacht. Dann nehmen wir er geht da. Oh, schön! Knie! War drin! Jetzt muss er ran, Markus. Das war stark, das war stark. Jetzt muss er nochmal hinterher setzen. Krass, das Flying Knee direkt ans Kinn heran. Damit hat er ihn angeklingelt. In die Mount, fast in die Mount-Position. Wow, das war wirklich der interessanteste Moment. Da kam er eingeflogen. Ja, direkt das Knie. Sehr stark gemacht von Markus Bock. Der sich jetzt versucht, dann wirklich die Mount zu holen. Müsste noch das rechte Bein rüberziehen. Jetzt hat er es. Hat die Mount-Position und jetzt wird es für Zayat sehr schwierig hier. Sehr schwierig hier. Ja, er zieht ihn noch ran. Er zieht Markus Bock ran. Klammert quasi den Kopf, seinen eigenen, auf den Bauch von Markus. Und der müsste bloß irgendwann mal gucken, dass er ihn so ein bisschen löst. Aber das macht er auch richtig. Jetzt muss er aufpassen. Triangle und das war's. Darauf hat er gewartet. Darauf hat er gewartet. Das macht er jetzt zu hier. Nein, das sieht noch nicht gut aus. Jetzt. Da wird er, glaube ich, nicht mehr rauskommen. Ich traue Sayat zu, dass er versucht, ihn anzuheben. Er geht zur falschen Seite raus. Tappert. Ja. Sehr stark gemacht von Markus Bock. Oh, da schmeißt er den Mundschutz auch aus dem Käfig raus. Zwei Kämpfe nacheinander, wo man sagen muss, dass der gewonnen hat, der in der ersten Runde zurücklag. Die also Comeback-Qualität gezeigt haben in dieser zweiten Runde. Und da klopft er ab, Zayat Sharifi. Ja, und der ärgert sich. Der hat eigentlich so schöne Treffer gesetzt. Schöner Kampf, gutes Comeback. Müssen wir später noch in Erfahrung bringen, ob das vielleicht sogar für dieses neue Gym, für dieses Cage MMA Gym Cologne, vielleicht sogar der erste Sieg überhaupt war. Vielleicht war es das erste Mal, dass ein Kämpfer jetzt zur Veranstaltung geschickt haben.